Moin Leute, willkommen zu den Course News. In den letzten zwei Wochen sind einige Dinge passiert. Ich habe selber nicht viel mitbekommen, aber über manche Sachen will ich jetzt trotzdem berichten. So, als allererstes, das Course-Update ist jetzt gerade rausgekommen. Das, was mich jetzt ein bisschen ärgert, ist, dass die Course News gerade fertig sind und jetzt ist das Update draußen. Ich denke, ich werde einfach morgen oder übermorgen vielleicht dazu ein Video machen, weil jetzt habe ich keine Lust, noch weiter zu schneiden, habe jetzt so lange geschnitten. Aber jetzt geht's weiter mit dem restlichen News-Update ist draußen, weil Video folgt noch. Als allererstes sind ein paar Clans, die jetzt erstmal keine Course-TVs mehr spielen werden, sind unter anderem UBC, Psy und Core. Alle drei sollten, sobald das Course-Update draußen ist, mal wieder Course spielen. Des Weiteren waren in den letzten zwei Wochen eigentlich relativ viele CWs. Teilweise liefen sogar mal 7 CWs gleichzeitig. Das sind genauso viele CWs, wie in der Woche davor insgesamt überhaupt waren. In einem CW von Only Maude wurden außerdem zwei Leute gebannt. Dismatch, die ja jetzt schon seit längerem Platz 1 sind, hatte außerdem in einem CW einen bisschen unglücklichen Bug, und zwar wurden die einfach alle in die Lobby teleportiert, nach einer Minute oder so, und haben dadurch 46 Elo verloren. Ich blende euch das Ganze hier jetzt gleich ein. Das Video ist von Kili, also der ist oben rechts verlinkt, schaut da auf jeden Fall vorbei. Ja, aber down, Kili, ich mach dir alles rein. Du musst das regeln jetzt. Noch einer down. Schön, kein Kampf. Hey, schön. Hä? Was? Hä? Jetzt haben wir verloren, gell? Als ob. Was? Die Party betritt eine Lobby! Am Freitag, den 26.01. wurde außerdem Core ein Jahr alt. Das Video dazu ist auch jetzt oben rechts verlinkt. Dass immer mehr All-Time Top 10 Spieler aus Course nicht mehr wirklich spielen, zumindest kein normales Course mehr, ist ja jetzt nichts Neues. Nachdem aber jetzt Magero schon vor längerer Zeit ja seinen Account verkauft hat, hat dann auch Zuki seinen Account verkauft. Damit hat der zweite Top 10 All-Time Spieler in Course seinen Account verkauft. Und Wizard, der ja, wie die meisten wissen sollten, Platz 1 All-Time ist, hat auf Twitter geschrieben, dass er auch seinen Account verkaufen will. Ich tue euch den Link mal in die Videobeschreibung, wenn ihr interessiert seid am Platz 1, Course All-Time und 22.000 Wins, glaube ich, dann auf jeden Fall kaufen. Dann hat sich in den letzten zwei Wochen auch noch Elite leider aufgelöst. Die meisten, die schon länger dabei sind, sollten auch noch Silent Wolf kennen. Und der hat auf Twitter geschrieben, dass er jetzt auch kein MC bzw. Course mehr spielen wird. Flowgamer, den die meisten von euch eigentlich schon kennen sollten, hat jetzt, nachdem er wirklich schon relativ lange, glaube ich, Premium Plus Rang hatte, keinen Premium Plus mehr. Liegt, denke ich mal, daran, dass er einfach nicht aktiv mehr Videos bringt. So, dann kommen wir auch schon zur aktuellen Top 10. Dismatch ist mit fast 100 Elo Vorsprung Platz 1, gefolgt von Psy und UBC. CKD befindet sich auf dem 4. Platz, gefolgt von Aiko. Rick Wonderland ist Platz 6, gefolgt von Ulko und Core. Platz 9 belegt Team Magic und Platz 10 ist Tropical. Clip of the Week gibt's heute nicht. Wäre super, wenn ihr ein paar Clips einsenden würdet. Ich habe jetzt noch nicht geschaut, was in den letzten zwei Wochen zustande kam. Aber schickt einfach die Links mir per E-Mail, gamingquartier.cosmix@gmail.com oder auf Twitter. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch so auf Twitter vorbei schauen bei mir. Ich heiße @gamingquartier_. Das war's dann mit den Course News.